Kündigung bei Betriebsübergang 613a BGB. Und was ist die Essenz? Der neue Inhaber muss... Genau. Notieren wir das? Die Arbeitsverhältnisse übernehmen. Der neue Inhaber muss die Arbeitsverhältnisse übernehmen. Und wie lange darf er jetzt nichts dran verändern? Ein Jahr. Bestandswahrungsfrist nennt man das. Ja? Also so wie es war, muss es ein Jahr so bleiben. Jetzt haben wir aber den Sklavenhandel schon etwas länger abgeschafft. Ja, das heißt, der Arbeitnehmer kann jetzt nicht so einfach wie eine Maschine mitverkauft werden. Das heißt, der Arbeitnehmer, dessen Betrieb jetzt weiterverkauft wird, hat ein Widerspruchsrecht. Ja, Sklavenhandel ist abgeschafft. Er hat ein Widerspruchsrecht. Was passiert, wenn er widerspricht? Was passiert? Konsequenz: Er bleibt Arbeitnehmer des alten Arbeitgebers, der gerade den Betrieb verkauft hat. Bitte notieren. Konsequenz: Er bleibt Arbeitnehmer des alten Arbeitgebers. Der alte Arbeitgeber ist der Verkäufer. Ja? Vermutliche weitere Konsequenz? Sagen Sie es mir. Tschüss. Ja? Und ein bisschen vornehmer. Was wird die Folge sein? Welche? Ja, genauer. Das wird sein. Was wird die Folge für ihn sein? Eine ordentliche, betriebsbedingte, klar, ne? Eine ordentliche, betriebsbedingte Kündigung. Schauen Sie dafür mal bitte auch in den 613a Absatz 6 BGB.